Dem Möbel können auch Etiketten und Beschriftungen hinzugefügt werden mit wenig Aufwand. Dazu wird einfach hier auf Teile beschriften geklickt und sämtliche Bauteile, wie sie als Gruppe bezeichnet worden sind, also hier in der Instanz, Seite rechts, so wurde es bezeichnet, ist nun automatisch 24 und die Seite rechts steht hier mit drin. Später im Nesting wird genau das mit angezeigt und auch in den Etiketten wird die Beschriftung der Gruppen verwendet. Und bearbeitet werden kann das Ganze auch noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Ganze ist wird aus Massivholz gefertigt oder aus einer funierten Platte, wo die Faserrichtung relevant ist und das Ganze soll vielleicht querlaufen, dann wählt man die Bauteile aus, die querlaufen sollen und kann dann hier über Beschriftung drehen. Die Beschriftung drehen. Jetzt wäre es zum Beispiel quer. Wir können die Beschriftung auf die andere Seite holen. So, dann haben wir es hier auch nochmal. Und jetzt würde das Ganze eben so herumlaufen. Der Grund für das Spiegeln, also hier Beschriftung spiegeln, der ist eigentlich nur relevant für das Nesting später. Wenn man eine vorderseitige und eine rückseitige Bearbeitung hat, dann kann man darüber festlegen, was die Vorderseite ist. Also die Seite, auf der die zuletzt bearbeitet werden soll und wo dann auch das Bauteil ausgenestet wird. Dort befindet sich das Label.